Hallo Leute, in diesem Video geht es um einen Polizisten und um zwei total verschmuste Katzen. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Polizisten haben oftmals sehr außergewöhnliche Einsätze vor sich. Nicht immer geht es nur um Recht und Ordnung. Manchmal gibt es Momente im Leben eines Polizisten, welche emotional und doch wunderschön sein können. So wie in diesem außergewöhnlichen Einsatz. Zwei Polizisten wurden im Mai dieses Jahres zu einem Einsatz wegen eines Ladendiebstahls in einem Shoppingcenter in Texas gerufen. Atkins und Hillard sind zwei gewissenhafte Polizisten und wollten sich so schnell wie möglich auf den Weg zu ihrem neuen Einsatz machen. Doch plötzlich wurden sie von einer aufgewühlten Frau angehalten, die dringend Hilfe benötigte. Atkins und Hillard wussten zuerst gar nicht, worum es sich handelt und dachten das Schlimmste. Als die Dame schließlich erzählte, dass sich unter dem Auto zwei hilflose kleine Kätzchen befinden, staunten die beiden Officer nicht schlecht. Die beiden Ordnungshüter überlegten nicht lange, knieten sich hin und spähten unter das Auto. Dort lugten völlig verängstigt zwei kleine Kätzchen hervor und starrten die Polizisten mit großen Augen an. Atkins machte sich sofort an die Arbeit und zog die beiden Kätzchen langsam und vorsichtig unter dem Auto hervor, sodass die beiden Süßen nicht verletzt wurden. Auf dem Weg zurück zum Polizeiauto waren die Kätzchen so dankbar, dass sie gar nicht mehr aufhören konnten, mit Atkins zu kuscheln. Die Polizeibeamte machte sich schließlich direkt auf den Weg zum örtlichen Tierarzt, um die Katzen durchchecken zu lassen. Bei der Untersuchung des Tierarztes stellte sich heraus, dass die Samtpfoten ca. 6 Wochen alt und kerngesund sind. Schließlich durfte Officer Atkins den beiden die Flasche geben und dabei schmolz sein Herz nur so dahin vor Rührung. Er konnte einfach nicht anders, als sich dazu zu entschließen, die Kätzchen mit nach Hause zu nehmen. Sie sollten fortan bei seiner Familie leben und erhielten die Namen Max und TJ. Was für ein ereignisreicher Tag. Niemals hätte der Polizist gedacht, nach einem Polizeieinsatz mit zwei zuckersüßen Katzen nach Hause zu kommen. Doch scheinbar haben die beiden Fellknäuel ihn als neuen Besitzer ausgewählt. Und gegen den Willen einer Katze sollte man sich nicht sträuben. Wie sieht's bei dir aus? Hättest du die beiden Miezekatzen bei dir zu Hause aufgenommen? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.